große Geschütze an der Ostsee. Artilleristen lassen die Feuerkraft ihrer zwei wichtigen Waffensysteme sprechen. Raketenwerfer und Panzerhaubitzen zeigen ihr zerstörerisches Potenzial. Besonders selten und zugleich beeindruckend, die Panzerhaubitze 2000 schießt im direkten Richten, also mit waagerechtem Rohr, quasi wie ein Panzer. Für Oberleutnant Christian Knorn und seine Soldaten ist es das erste Mal, auf diese Weise Feindziele zu bekämpfen. Anders ist grundsätzlich, dass wir das Ziel sehen. Das ist erstmal schon mal was Besonderes. Und dass wir halt ähnlich wie ein Kampfpanzer mit dem Richtkanonier über das Panzerzielfernrohr auf das Ziel zielen und zum anderen mit der größten Treibladung dann auch schießen, was man sonst auch nicht oft macht, aufgrund der Reichweiten. Und dann die Soldaten die wesentliche Fähigkeit für sich erwerben zur Selbstverteidigung, weil das der wesentliche Teil ist im direkten Richten. Truppenübungsplatz Putlos in den Morgenstunden. Die Besatzungen beladen ihre Panzerhaubitzen. Auch das Schießen im indirekten Richten mit erhöhtem Rohr über größere Distanzen trainieren sie hier. Zum Einsatz kommen Sprenggeschosse mit Aufschlagzündern. Währenddessen werden am Ostseestrand zerschossene Wracks beiseite geschoben und ein alter Leopardpanzer als Ziel neu aufgestellt. Bei Entfernungen von 800 Metern sind die Feindobjekte während des Feuerkampfes mit dem bloßen Auge sichtbar. Aufmunitioniert fahren die Panzerhaubitzen in ihre Stellungen. Der erste Schuss findet aus Sicherheitsgründen bei der Übung an der sogenannten langen Leine statt. Das heißt, ein Soldat steht hinter dem Geschütz und löst den Schuss aus. Die Premiere ist geglückt. Die Anspannung aller Teilnehmer löst sich. Alle weiteren Geschosse feuern die fünfköpfigen Besatzungen, aufgesessen vom Waffensystem selbst, ab. Sie lernen, mit der Zieleinrichtung effizienter zu arbeiten und werden sich der Explosionswirkung unmittelbar bewusst. Genutzt wird beim Schießen im direkten Richten die höchste Treibladung. Die Geschosse setzen um, sobald sie auf Widerstand treffen. Die Durchschlagskraft der rund 45 Kilo schweren Munition ist gewaltig. Wenig später im Zielgebiet. Die Zerstörung ist extrem. Die einzelnen Stahlteile sind über mehrere Meter verteilt. Der alte Kampfpanzer ist komplett vernichtet. Ein aufschlussreiches Bild für die Soldaten. Einer von ihnen ist Oberstabsgefreiter Lukas Piel. Als Munitionskanonier nimmt er einiges an Eindrücken mit. Da wir eine sehr hohe Ladung geschossen haben, war ich wirklich sehr verwundert darüber, was für eine Energie hinter dieser hohen Treibladung steckt. Und auch zu sehen, sage ich mal, wie ein Geschoss dann wirklich auch einschlägt, dass da wirklich enorme Kräfte freigesetzt werden. Also es war sehr beeindruckend. Die Artilleriesoldaten haben mit dem Schießen weitere Möglichkeiten und Grenzen der Panzerhaubitze 2000 kennengelernt. Der Feuerkampf im direkten Richten ist jedoch letzte Konsequenz, dient einzig und allein der Selbstverteidigung.